super schön. Das ist meine Heimat. Und es sind natürlich auch viele Freunde jetzt diese Woche, die zuschauen. Also ich freue mich schon sehr auf die Woche. Das ist natürlich schön. Ich habe nicht mehr so viele Chancen, nach Deutschland zu kommen. Und dann nimmt man einfach so eine Chance, besonders wenn wir ein Turnier, ein schönes Turnier in Deutschland haben. Ja, also ich finde es schon spektakulär, die Jungs halt mal kennenzulernen. Ja, weil man wirklich irgendwie so ein Golfer ist, der das aus Leidenschaft betreibt. Das sind ja die besten Pros der Welt. Die BMW International Open ist seit 28 Jahren weit mehr als ein Golfturnier. Wir wollen Golf immer in Fokus stellen und es weiterentwickeln. Und diese 28 Jahre ist schon eine lange Zeit und es zeigt eine sehr gute Partnerschaft von unserer Seite. Wir bieten eigentlich etwas für alle an. Man kann Autofahren hier machen mit unserer Drive Experience. Die ganze aktuelle Modellpalette ist hier zu sehen. Vor 4 Jahren gewann er seinen ersten Profititel und ist seitdem auf dem Golf-Olymp angekommen. Danny Willett. Yeah, it's always nice to come back to a place that you're familiar with. The golf course sets up pretty good. So, it's always a pleasure to be back. Ich glaube, alle Golffans, alle Zuschauer sind begeistert, dass der amtierende Masters Champion Danny Willett dabei ist. Die in seinem grünen Jackett hatten alle begeistert, auch die anderen Spieler. Und ich finde, das ist ein tolles Signal an die BMW International Open, so jemand dabei zu haben. Bereits in der ersten Runde an Loch 16 gewann Richie Ramsay den BMW M67Li X-Drive durch seinen Hole-in-One-Schlag. Natürlich für Richie Ramsay war das ein Traumschlag und damit hat er ein Traumauto gewonnen. Und ich glaube, damit werden alle zurückdenken an die 28. BMW International Open und das bleibt auch hängen. Und solche positive Sachen sind für uns ganz, ganz wichtig hier bei BMW. Henrik Stenson gewann das Turnier mit 3 Schlägen Vorsprung. Delighted to be a champion again here at the BMW International Open. I came close with 2 seconds the last 2 years and it feels nice 10 years after winning in Munich to win here. Yeah, that's great. 10 years for me and 100 years for BMW.